Gut, weiter geht's. Ich muss Start drücken, ja. So, wir sind dann jetzt an Bord der Air Force One, auch wenn das Eindringen in die Air Force One am Schluss dann doch ein wenig komisch war. Ich lese nur diese drei Missionen. Bin so ein bisschen Kopfschütteln. Ja. Aber lese mal vor. Finden Sie den Präsidenten, bringen Sie den Präsidenten zur Kapsel und lösen Sie die Verankerung des UFOs. Sag mal nur so als dumme Frage, warum lesen wir das eigentlich vor? Auf YouTube ist es besser zu sehen als hier. Das schult unsere Augen. Es gehört sich einfach, oder was? Ja. Hintergrund. Trent Eastons Plan, den Präsidenten zu kidnappen, ist in vollem Gang. Das Carrington Institute plant, den Präsidenten aus der Air Force One zu schmuggeln, bevor Trent zuschlagen kann. Schmuggeln. Wir haben nicht viel Zeit, Joanna. Du hast immer Joanna. Das ist schon. Ja, ich kenne den Namen so als Joanna. Dark. Ich meine, du kannst ja auch Joanna nennen, aber. Ja. Um Transplant zu vereiteln, müssen sie den Präsidenten aus dem Flugzeug schaffen. Das hatten wir schon? Bedeutet, dass sie den Präsidenten und Trans. Nein, von Trans betrogen überzeugen müssen. Mann! Dazu müssen sie den Beweis im Gepäckraum finden und dem Präsident vorlegen. Auf so Terrain. Okay. Ziel 1. Die exakte Lage des Präsidentenbüros ist nicht bekannt. Ich liebe dieses Team. Also die haben Ahnung ohne Ende. Das ist typisch Marineaufklärung. Legen Sie dem Präsidenten den Beweis vor, um ihn von der Konspiration zu überzeugen. Also wir haben doch schon einen Beweis. Ja, den müssen wir erst finden. Ja, aber na gut. Sie müssen das Büro erreichen, bevor Trent dorthin gelangt. Noch Zeitdruck. Andernfalls wird garantiert er alles Unternehmen tun. Können wir nicht einfach reingehen und ihn umlegen? Ist mal ernsthaft? Egal. Bringen Sie den Präsidenten zur Fluchtkapsel. Am untersten Deck des Flugzeugs befindet sich eine Rettungskapsel. Ja, das habe ich gesehen. Gab's da nicht mal einen Film mit Harrison Ford? Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Air Force One heißt der. Stimmt. Am untersten Deck, ja, darum geht es ja, auch. Ja, ich erinnere ist mich egal. Langsam, am untersten Deck des Flugzeugs befindet sich eine Rettungskapsel. Eskortieren Sie den Präsidenten zur Kapsel und sorgen Sie für seine Sicherheit. Hier, ich glaube, ich... Lösen Sie die Verbindung zwischen dem UFO und der Air Force One. Sie können dieses Ziel am effizientesten erreichen, wenn Sie direkt an der Nabelschnur eine Mine zur Detonation bringen. So, jetzt mal dumme Frage. Was für ein UFO? Start einfach. Das macht jetzt mal ernsthaft. Was für ein UFO? Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es einfach. Ich hasse es. Have you thought any more about that proposal I gave you, sir? My answer remains the same. Obama ist aber weiß geworden. Trent, no, I won't loan the Pelagic 2 to Datadyne. Now please. Can we move on to other matters? Das ist sogar ein richtiges Bild hinter der Kunde. Ist doch nett. Ich meine, das sieht ja Minecraft fast besser aus. I mean no. I'm not gonna change my mind on this. I need my advisors to be unbiased. Immer so, um das gerade einzuwerfen bei der Szene. Der Präsident fängt die Szene, glaube ich, mit verdammt nochmal an. Oder irgend sowas in die Richtung, auf jeden Fall irgendwas nicht so Nettes. Und wenn man in der englischen Version den Sprachfilter aktiviert, bei dem die ganzen bösen Wörter rausgefiltert haben, dann sieht man diese 30-Sekunden-Sequenz, wo der Präsident spricht, sieht man einfach nur, wie er die Lippen bewegt oder nicht. Und die mit den Armen, oh geil, heiß, mit den Armen fuchtelt, weil, mal gucken, ob du jetzt auch einen anhast. Oh, oh. Gefällt dir. Ja, ja. Ich stehe auf diesen Scheiß. Hallo, ich bin eine Stewardess. Auf jeden Fall sieht man den dann mit den Armen fuchteln und einfach gar nichts sagen. Einfach weil alles rausgefiltert ist. Was? Hat mich begrüßt. Hi. Hi there. Hier, lenk ihn mal ab mit deinem Körper. Hallo. Hi. War hier nicht irgendwie... War es Presse oder Gepäckraum? Okay, ich glaube, das ist das Klo. Wie kommst du da? Ist das schon wieder türenlos? Nein, das Klo hat eine Tür. Nein, man. Das hier ist die Küche. Ich habe ein Schild aufgenommen. Hey, das ist cool. Das ist das Klo. Ja, rennen wir doch einfach mal sinnlos durch die Gegend. Und mal sehen, was haben wir denn hier?
Irgendwas. Dieses Flugzeug verwirrt mich. Ja. Ich hab schon wieder vergessen, wo wir hin müssen. Ach, dieses Flugzeug tatsächlich eine Badewanne? Ja. Wow, das ist ein nettes Flugzeug. Mhm, will auch haben. Ich will auch mal Präsident der Vereinigten Staaten werden, dann kriege ich ein Flugzeug mit einer Badewanne drin. Mir reicht das Flugzeug. Vielleicht hier. Ja, da ist doch ganz sicher... Rossorama. Der putzt hier, achso. Oder ist er gerade am Geschäft machen? Ich glaube, das soll so ein bisschen pinkeln darstellen. Ah, zeig mal. Es sieht schon derbe lustig aus. Dieser Stewardess und der Wachmann. Sind wir in, zusammen im Klo. Aha. Ja. Ich bin hier raus. Ah ja. Ich glaube, dieses... Der ist geschockt ohne Ende. Guck mal, er hat gar keine Farbe mehr im Gesicht. Oh Mann, ja. Ja, das Video darfst du auf YouTube erstmal auf nicht jugendfrei stellen. Verdammt. Auch so ein bisschen ich bin mir relativ sicher, dass wir irgendwie in den Presseraum sollten. Ja, mach mal, ich guck dem Herrn weiter zu. Gott, ey. Hier ist ein Klavier. Ich pack's ja nicht, was ist das für ein Flugzeug? Sie tanzt mich an. Es gibt einen Glitch im Spiel. Ich merk's. Extrem seltener Glitch, dass ein Gegner sich gegen seine eigenen Leute wendet und amoklaufend über die Karte rennt. Oh. Das nennt man dann einen Janus, habe ich auf Wikipedia gelernt. So, also hier unten ist absolut nichts los. Diese Tür ist verschlossen. Also gehe ich mal hier hoch. So. Ich bin gut. Bist du hochgegangen? Komm hier ein Beweis, ne? Ja, ja. Wir suchen den Presseraum. Who are you, young lady? Mr. President, you're in danger. Trent is trying to kidnap you. Das war ein Fehler. Ja, ich glaube auch. Hoffentlich gibt er eine Chance. This is a recording of a meeting between Trent and the other conspirators. It seems overwhelming. I'm in your hands. What do we do now? Ja, wie jetzt ernsthaft? Ah, wir haben das UFO gefunden. Ist das Elvis? Der King? Ich gehe mal davon aus, dass es Elvis ist, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist ja fast schon Tetris. Der will nur Benzin tanken, der ist gleich wieder. Haben wir eine Waffe? Laptop, ja. Warum hast du... Nein, nein, ich dachte, das wäre ein Feind, der den Präsidenten angreifen will. Du hast den Präsidenten... Das ja, ist ich hab doch nicht ich, wahr. Ich hab die K.O. geschlagen. Sorry. Haben wir. Tut das gut, so diesmal nicht der Kerl zu sein, der jedes Mal die Mission verhält. Ach, sorry. Oh Gott, jetzt fühle ich mich dumm.